Es war ein Freitag, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin so schnell heimgerannt, weil ich gewusst habe, irgendwas stimmt nicht. Das war heftig. Klar war es schwierig für die Mama. Der Papa nicht mehr da. Die Mama hat dann einen Zweitjob annehmen müssen. Wir sind in eine kleine Wohnung gezogen. Mama, was ist los? Sie hat es echt lang versucht, aber in dem Moment ist einfach alles für uns zusammengebrochen. Der Mama geht's nicht gut. Viel mehr habe ich dann nicht mehr rausgebracht. Ein paar Tage später bringt mir der Stefan, also einer von den Betreuern, ins Kinderdorf. Du kommst an und alles ist irgendwie neu. Du kennst keinen so richtig und weißt auch nicht genau, wie es weitergehen soll. Ich habe viel an die Mama gedacht. Aber eigentlich war ich nie allein. Ich habe viel Freunde gefunden. Manche waren länger im Kinderdorf, manche nur ein paar Wochen. Aber es war eigentlich immer was los. Und irgendwann waren wir dann fast so was wie eine Familie. Trotzdem war nicht immer alles super. Besonders, wenn die Eltern von anderen Kindern da waren und mich niemand besucht hat. Was mir geholfen hat, war, dass sie immer wer um mich gekümmert hat. Und vor allem habe ich ja gewusst, dass sie der Mama helfen. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis sie mich das erste Mal besucht hat. Da habe ich gespürt, dass es ihr besser geht. Das war schön für mich. Nach mehreren Jahren bin ich dann in die Jugendwohngruppe vom SOS gekommen. Ich bin selbstständiger geworden und das Gefühl gehabt, dass ich wieder mit beiden Beinen im Leben stehe und dass ich nach vorn schauen kann. Aber auch zurück auf eine richtig gute Kindheit.